Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Star Wars Outlaws. Ich will mal noch was probieren. Oh, wir können hier speichern. Oh, neuer Speicherplatz, ja. So, Einstellungen. Jener hat er irgendwo geschrieben, der hat ihn hier auf Qualität und die Bewegungs- und Schärfe an, damit das hier nicht so. Damit man diese so ruckeln nicht so sieht. Man sieht's doch trotzdem. Was ist denn mit den Leuten? Du siehst doch die 30 FPS, oder? Sieht man denn eine Aufnahme da? Ja, müsste man eigentlich sehen. Ja, verstehe ich nicht. Was ist denn, wenn ich das alles auf 10 mache? Sieht's denn besser aus? Guck mal, du hast jetzt hier die Bild. Sieht mal, das ist, also für mich ist das trotzdem sichtbar, dass sie 30 FPS sind. Ja, tut mir leid, also da kann mir sonst irgendjemand erzählen. Okay, dann gucken wir mal, wie wir da am besten jetzt so rüberkommen. Wir müssen zu der Festung da oben. Leise, nix. Leise. So, wir sind jetzt da, ja. Kann ich mal hier? Landezone. Okay. Dafür kriege ich nicht genug Geld. Mit einem Anführer wie Gorak ist es kein Wunder, dass Mirogana zu unserem stärksten Territorium wird. Eine Stadt wie diese muss nee, 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 nee. Nur noch ein paar Tage mehr. Was machst du hier? Die sehen uns! Die lassen nicht locker! Warum sollten sie hoch? Entschuldigung! Bester Schütze, wa? Ich muss ja hier immer teilen. Nein, runter. Ich teile immer über die falsche Seite.
Alter, was haben die denn? So richtig weit werfen können sie nicht, ne? Sieht aus wie eine private Landeplattform. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, Nix? Erstmal holen wir uns hier schnell Granaten und so was alles hier. Oh, schnell hier heilen. Okay, geht mir besser. Oh, wir haben es geschafft. Junge, 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 Junge. Ist hier noch irgendwas? Aber sind doch nicht alle gekommen, ne? Ich hab nichts gefunden. Adolfo, komm doch mal rüber. Hm? Was ist mit dem Fragezeichen gerade los gewesen? Voll rüber, Schwurf da. Ist einer. Wir müssen los. Das ist Park-Territorium. Da ist nichts. Du hast hier nichts zu suchen. Naja. Das ist Pike-Territorium! Hab gehört, dass Gorak einen Tisch macht. Könnte eine Gelegenheit für uns sein. Du hast hier nichts zu suchen! Nix, zeig, was du kannst! Unglaublich! Will wohl jemand auf dem Grill landen? Ja! Aber nicht wir, sondern du! Ach, Bikey, Mensch! Heiki, Peiki. Peiki! Da hinten ist noch so ein Ding. Warum kann ich das nie ausschalten? Ich brauche einen Drink. Siehst du was? Ich könnte ein paar Zielübungen gebrauchen. Showtime, Kumpel. Die Leute bekommen. Aber die Arbeit ist echt eine Schinderei. Wir sollten weiter. Okay, warte mal. Ging jetzt hier nicht irgendwo hoch? Ja, hier.
Okidoki. Wir sind noch im Rennen. Kann man hier eigentlich abspeichern? Nee, wa? Nee, hier darfst du nicht abspeichern, weil hier... Ne, da hoch. Das sehen wir uns. Hey, ohne Erlaubnis hast du hier nichts zu suchen. Schauen wir uns das Max, mal an. Es ist Showtime. Da braucht wohl mal jemand eine Lektion. Locker bleiben und auf alles vorbereitet sein. Kawabunga! Zeit, sie abzulenken, Nix. Hoffentlich nicht ohne mich anzubechern. Alter, Blitzanteil, Tait. Tait? Taiti oder was da? Das sollten wir uns ansehen. Oh, shit. Wir kommen hier nie weg. Wir kommen hier nie weg. Ich häng hier fest. Leg los, Nix. Das ist gar nicht wie zu lesen. Warte, was ist das Bug? Wehe, die zahlen mir dieses Jahr keinen Bonus aus. Los, lenk sie ab, Nix. Ja, die ist ja immer noch da. Fuck. Ich kann's kaum erwarten, meinen Gleiter abzugraden. Wir sollten weiter. So, okay. Nix, ich brauche eine Ablenkung. Warum tut es das? Oh, warte mal. Das wird helfen. Zeit, sie abzulenken, Nix. Showtime, Kumpel. Bewegung, Nix. Die haben es auf uns abgesehen. Ich hole mehr Leute. Heil dich! Heil dich, ich hab keine Heilung mehr! Ich wollte um den Felsen rum, Manometer! Geht das heute noch vernünftig oder nicht? Manometer, ist das ein Krepelscheiß hier, Junge! Und wieder fängst du von vorne an. Oh, ist das... Junge, du arbeitest dir vor und dann ein einziger Fehler, ein beschissener Fehler. Schon leise, Kumpel. Ein einziger Fehler macht dich komplett kaputt hier. Es macht einfach, also das macht keinen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Fresse, Junge, Alter. Mit ihm
Ich kann nichts finden. Sieht aus. Warte, was? Sie kommen in unsere Richtung. Naja, haben wir schon mal durch vorhin. Schießt denn hier von wo? Hallo? Alter. Wo? Wie? Ich bin. Kann ich machen. Ich bin im Baum gefangen. Ich bin im Felsen gefangen. Oh, Buggy. Buggy. Wir sitzen fest. Ja, natürlich sitzen wir fest. Weil ich nicht weiß, was hier Phase ist. Wo war ich? Sieht aus wie eine private Landeplattform. Hm. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, nix? Oh, alter Junge. Ey, sind das... Puh, das ist schwierig. Wir müssen sterben. Wir müssen sterben, weil wir eben in einem scheiß Felsen sind. Weil ich nicht mal weiß, wie ich in diesen Felsen gekommen bin. Weil ich nicht mal gesehen habe, von wo irgendjemand was geschossen hat. Okay, das ist, also das ist schon arg buggy, Junge, Alter. Naja, brech dir doch die Beine dabei. Also schön ruhig, Kumpel. Das scheiße ist das da. Das ist richtig scheiße. Wehe, die zahlen mir dieses Jahr keinen Bonus aus. Ich muss bald mal bei diesem Markt vorbeischauen. Ich habe Hausverbot in der besten Kantina hier in der Gegend. Nix. Was? Sieht aus wie eine private Landeplattform. Mann. Gut so, Nick. Mist, die haben uns gesehen. Ja, weil die irgendwas... Weil die irgendwas gerade angevisiert hat. Wisst ihr, so irgendwas. Und dann bring mir das. Nein, bring's nicht. Mensch, ich will nicht, dass du mir was bringst. Ich will, dass du den da umnietest. Ich möchte, dass du denjenigen angreifst. Aber es ist doch keiner alarmiert da hinten. Ach, ey, ist schwierig. Das Spiel ist manchmal schwierig. Ich feiere es, ohne Scheiß. Aber das ist schwierig. Wie kommt jetzt keiner mehr dort? Wo bin ich stehen geblieben? Sieht aus wie eine private Landeplattform. Ha. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, nix? Okay, ich bin nicht so der Schleichtyp hier in dem Spiel. Warte mal, wir könnten hier hoch, ne? Wohin geht hier? Geht hier hoch? Wo sind wir hier hoch? Hier? Sehen Sie hier mal jemand nach einer Prügelei? Moment! Es war wohl nichts. Jawohl. Motherfucker. Sekai? Das kannst du nicht machen. Die lassen einfach nicht nach. Geht los, Nix. Was macht er denn da? Was? Der Schild ist zu stark. Die sind hinter uns her.
erledigst du mich nicht. Nur du und ich, Kleine. Hol sie dir. Oh, Alter. Das brauche ich. Ist schlecht, sagen sie mir. Na dann hören wir mal. Schön, hat funktioniert. Das wird teuer. Da brauchst du ja schon Taktgefühl, wa? Wie sieht's denn hier mit Dings hier aus? Hier bin ich voll, okay. Okay, wir haben die Schlüsselkarte, wir haben die zweite Schlüsselkarte. Ah, deswegen waren wir doch hier. Triebwerk, neues Gleitermaterial. Oh, yeah, Baby. Ist hier noch irgendwas? Nee. War hier nicht noch mehr? Warte mal. So, einen Schatz haben wir schon mal. Achso, die Schlüsselkarte brauchen wir noch, oder was? Die haben wir doch ja nicht. Ach, das ist die Schlüsselkarte für Ditte hier. Und jetzt kriegen wir die Schlüsselkarte von hier, oder was? Ja, haben wir sie. Jawohl. Sehr gut. Komm ich hier ran, ey. Hier kommen wir nicht durch. Hier die beiden letzten Schätze auch noch drin sind. Dann los. Jawoll! Will aber nochmal rin hier, weil ich bin immer noch der Meinung, ich habe hier was vergessen. Guck mal, hier ist auch noch was. Achso, ich krieg ja nicht auf. Okay, haben wir. Ist aber immer noch nicht alles, oder? Ein Schatz fehlt noch, okay. Lass das! Wir sind festgenagelt! Schießt sie! Sterbt! Wo denn?
Kann ich jetzt hier mal... Kriminelle Handlung. So, jetzt fehlt mir doch ein Schatz hier, ja? Wo soll der denn jetzt sein? In dem Haus da? Möglich. Du hast hier nichts verloren. Auf die harte Tour also. Los! Na, hol mal Hilfe. Nein, ich will nicht sterben. Sie versteckt sich vor uns. Okay, die ist tot. Schaltet sie auf! Wer ist denn hier noch? Lauf, Mädchen! Ey, komm hier nicht raus! Raus! Als ob, Junge, ist das... Wer holt Hilfe? Sie darf sich nicht vor uns verstecken! Oh. Warte, was? Dann knöpfe ich mir dich selbst vor! Oh. Also, boah! Leck mich am Arsch, Junge! Ist das eine... Kommen wir ja nicht rein. Das ist nicht mal das Haus, wo ich hin will. Ist hier irgendwas? Was tut sie denn da? Ach so, ich habe hier die falsche Taste gedrückt. Damit kann ich arbeiten. Wow. Ne? Wollte ich jetzt hin? Da lang. Da stimmt was nicht. So, jetzt sag mir mal, wo die letzte Kiste ist. Die anderen sind alle tot? Voll. Kann ich hier irgendwas machen, dass ich die befreien kann? Nee. Warum eigentlich nicht? Okay, hier unten ist nichts mehr, nee. Was hab ich denn hier noch? Okay, ein paar Sachen aufgenommen.
So, wir waren in dem Haus hier, ja? Wir gucken hier nochmal um. Da war eine Kiste drin. Da war ein Schatz. Okay. Dann waren wir. Hier waren wir nicht drin. Hier geht's doch nicht rein, oder? Nee, hier kommen wir. Hier kommen wir nicht rein, okay. So, hier ist auch nichts. Und warte, das ist das Haus von hier oben, ja? Was heißt denn das hier? Beschränkter Zugangsbereich. Was heißt beschränkter Zugangsbereich? Warte mal. Muss reichen. Hier waren wir auch drin, so, hier haben wir auch eine. Okay, hier haben wir die zweite Kiste. Das ist ja nur noch hier oben. Das muss ja hier in dem Haus noch was sein. So, Kiste, wo bist du? Guck mal, hier kommen wir rein, ja. Und hier kommen wir wieder raus, aber hier ist eine. Hier ist aber trotzdem ein Bereich, wo ich nicht reinkomme. Warum nicht? Genauso wie hier unten. Hier passiert nichts, aber ich kann oben zum Beispiel. War nicht jetzt. Ich hab schon wieder die Nase. Ah. Nee, jetzt kann ich hier ohne Schmerz machen. Hier ist aber keine Kiste. Warte mal, habe ich hier irgendwas? War hier nicht gerade irgendwas? Wo ist die Kiste? Mir fehlt nur ein Schatz. Macht mich schon wieder wahnsinnig hier. Das ist das einzige Haus, was noch ist, wo ich nicht, wo ich keine Kiste gefunden habe. Hier habe ich nur die Zugangskarte gefunden, die Hauptzugangskarte. Aber wo zum Teufel soll hier noch was sein? Kann man hier? Ist hier noch was? Ich werde ja keinen Schatz hier draußen liegen haben, oder? Aber das ist denn hier drin? Hier ist doch auch irgendwas drin. Kommen wir nicht rein. Warum nicht?
Das ist natürlich ein Moix, ja. Also, das ist richtig Moix. Weil warum komme ich hier nicht rein? Was ist das da? Oder sind hier noch andere Dinge? Was ist denn das hier? Das Haus kennen wir schon. Da waren wir schon drinnen. Hier ist auch nichts weiter. Das kann nur in dem Haus da sein. Aber da wird irgendwo was zu sein. Beschränkter Zugangsbereich, sagt er mir an. Inwiefern beschränkter Zugangsbereich? Oder ist hier nochmal ein Schatz, den ich übersehen habe? Was ist denn hier eigentlich noch alles? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Liegt hier noch irgendwo was rum? Hier ist auch nix. So, in der Hütte ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Hier oben sind drei Häuser. Von zwei waren die Kisten. Eine Kiste fehlt. Oder habe ich die mittlerweile auch gefunden hier? Nee. Den weiß ich auch nicht. Da kann ich nicht sagen. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Beschränkter Zugangsbereich. Was heißt denn das nur wieder? Oder sind hier zwei Kisten drin? Nee. Mit dir. Mädchen. Komm, Nix. So leise wie ein Flüstern. Hier sind noch Granaten und... Scheißendreck. Wir haben ja noch die Dinger da unten abgeschossen. Die Dinger da. Aber da weiß ich jetzt auch nicht, wofür die jetzt waren, wa? Sehe ich die Kiste bloß nicht, oder hat die schon jemand gesehen hier? Ich sehe sie nicht. Wie gesagt, du kommst hier überall rein, hier in irgendwelchen Dingern hier. Ein Keller hätte ich jetzt gedacht, weißt du, hätte ich meine, aber hier ist ja gar nichts. Oder ist hier noch irgendwo eine... Was sind die da? Vielleicht hilft das! Ja, der hilft ja nicht. Ist auch nichts, wo du sagst, okay, da ist jetzt irgendwie. Hast du mir wie gesagt, hast du nur hier Ditte hier und dann bist du wieder draußen. So, okay. Das war hart. Ah.
Was hat man da? Was sind das hier? Ah, hier ist auch nichts. Doch, hier ist was. Gut, ach, damit sollte es gehen. Das ist der Blaster, Mann. Wie oft habe ich den jetzt aufgenommen? Das schaffen wir nicht. Was? Das schaffen wir nicht. Die sind down, die Beten. Psst, schön leise, Kumpel. Ja, Quatsch. Pappelapapp. Pappelapapp. Ist hier noch irgendwo was? So überrascht wie ich, ja. Kriminelle Handlungen. Die reden von kriminellen Handlungen. Ist das nicht Wahnsinn? Was ist denn das hier? Ist doch hier schon wieder irgendwas. Gucken wir doch mal hier. Was habt ihr denn hier alles Schönes? Ja, weiß ich nicht, wo das hier jetzt noch sein soll. So, wo müssen wir jetzt eigentlich wieder hin hier? Machen wir schnell Reise zum Schiff. Oh, 43 Minuten schon die Folge. Naja, wir haben ja mehr oder weniger gepümmelt hier. Warte mal. Ein Journal. Darudas Imbiss. Wo ist das denn jetzt wieder? Da unten irgendwo. Okay, bringen wir das mal zurück hier. Mit den Pikes stehen wir wirklich auf Kriegsfuß hier, wa? Von mir kriegst du keine Kredits. Sieh selber zu, wie du das reparierst. Da. Warum? Danke, also, das hier habe ich gefunden. Eine Art Verfolgertransponder und ein paar Kredits. Behalt sie. Um die ging es mir sowieso nicht. Die Hutten wollten keinen Tribut zahlen. Also führt sie dieser kleine Transponder hier statt zu ihrem Versteck geradewegs zu mir. Ha. Mit dir darf man es sich nicht verscherzen, ha? Huh? Keine Sorge. Ich bin gut zu allen, denen ich vertrauen kann. Und deshalb kriegst du noch ein kleines Extra. Extra? Also mehr Geld? Nein, besser. Ein Rat. Ich habe Freunde, die dir helfen könnten.
etwa ein besseres Hacking-Kit zu beschaffen oder deinen Gleiter aufzumotzen. Finden musst du sie selbst. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Danke. Informationen sind ja mehr wert als Kredits, richtig? Weißt du, du kannst diese kleine Erleuchtung gern für dich behalten. Bis bald. Quest abgeschlossen. Neue Tricks. Tricks. Mehr Schub für den Gleiter. Die Hackerin. Unterweltgerüchte. Okay, Freunde der Sonne. Ich mache aber an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns dann. Warte mal, kann ich das hier abspeichern? 4 Stunden 42 haben wir jetzt schon einen Spielstand hier. Kann das hinkommen? Naja, ich habe doch schon mehr Aufnahmen gemacht. Ich war ja schon bei 5 Stunden noch was an Aufnahmen. Über 6. Und keine Ahnung, ob das hier alles so stimmt. Freunde der Sonne, ich mache trotzdem erstmal an der Stelle Schluss. Wir sehen uns dann hier hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.